Liebe Zuschauer, die Ankündigung war ja schon sehr verheißungsvoll. Backpfeifen im Sekundentakt. Und dieses Interview mit Hans-Georg Maaßen, und ich verspreche mit Sicherheit nicht zu viel, ist das am klarsten akzentuierteste, was ich jemals mit ihm geführt habe. Denn eines ist klar, das, was wir von der Ampelkoalition hier erleben, spottet jeglicher Beschreibung. Außenpolitik, Unfähigkeit, Impotenz, Innenpolitik, Kampf gegen rechts, das heißt also Linksextremismus, Islamismus spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es gerät alles außer Hand und Rand und Band. Und was wir hier erleben an Energiepolitik, ja, wir erleben es, die EU hat hier die Nachhaltigkeit von Gas und Atomstrom bestätigt, Größenordnungen, die uns zu schaffen machen werden, was die Preise angeht. Ihr erlebt es, wenn ihr an die Zapfsäule fahrt, und ihr werdet es dann erleben, wenn die Nebenkostenabrechnung kommt. Aber dagegen kämpfen wir, und ich sage danke für die Unterstützung, denn solche Medien sind notwendig. Was wir hier erleben, was der Staatsapparat sich mit seinen Medien, mit öffentlich-rechtlichen und mit großen Verlagskonzernen sich erlaubt, spottet jeglicher Beschreibung. Wir kämpfen dagegen. Ich sage danke, dass es unterstützt, macht weiter. Und dieses Interview ist interessant. Schaut es euch an. Jetzt geht's los. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Sendung mit Dr. Hans-Georg Maaßen, dem Ex-Verfassungsschutzpräsidenten. Herr Dr. Maaßen, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Guten Tag, Herr Weber. Ja, die Wogen sind ziemlich hochgeschlagen. Die Causa Max Otte. Nun muss man ja sagen, die CDU-CSU hätte ja einen eigenen Kandidaten gegen Frank-Walter Steinmeier aufstellen können. Nein, damals noch der Armin Laschet, und unser Herr Söder, der Ministerpräsident hier in Bayern, hat ja den Herrn Steinmeier gehuldigt. Ja, bis zum geht nicht mehr. Warum hatten die CDU-CSU keinen eigenen Kandidaten aufgestellt? Und dann kommen wir zu Max Otte. Nun, genaue Informationen über die Motivation habe ich auch nicht. Man kann spekulieren, was natürlich naheliegt, ist, dass die CDU wieder oder die Union wieder Angst hatte, dass sie, wie ich auch in Thüringen gesehen hatte, im Zusammenhang mit der Wahl von Herrn Ramelow, Angst vor der eigenen Courage, nämlich wenn die CDU einen eigenen Kandidaten aufstellt, dass möglicherweise die AfD mitstimmen könnte. Und das gefällt manchen in meiner Partei nicht, davor haben sie einfach Angst. Aber das darf nicht die Motivation sein, einen eigenen Kandidaten nur deshalb aufzustellen, weil vielleicht Stimmen von der nicht richtigen Seite kommen, die ihn unterstützen. Letztendlich hätte ein Kandidat von der Union, so wie die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung aussehen, auch nicht die Chance. Aber aus meiner Sicht wäre es sehr, sehr wichtig gewesen, ein Signal zu senden. Ein Signal vor allem in Richtung Bürger, die erwarten, wenn man CDU wählt, dass die CDU für eine Alternative steht. Für eine Alternative zu Links-Gelb und für eine Alternative in Personalien, dass Herr Steinmeier eigentlich ein umstrittener Bundespräsident ist, das weiß eigentlich fast jeder in der Union. Und dass er nicht der beste Bundespräsident ist, das weiß eigentlich auch jeder. Gerade deshalb hätte man auch mit Blick auch auf die eigene Anhängerschaft und Mitgliedschaft einen eigenen Kandidaten aufstellen müssen. Ja, nun zu Max Otte. Max Otte war ja Vorsitzender der Werteunion, erst letztes Jahr gewählt worden. Sie haben dann ihren Sitz ruhen lassen. Nun ist ja die Wahl des Bundespräsidenten eine übergeordnete. Sie richtet sich ja nicht nach Parteigremien. Es wird zwar empfohlen, und wie wir jetzt gehört haben, CDU, CSU empfehlen Frank-Walter Steinmeier, den bisherigen. Aber Max Otte hat sich jetzt durch die AfD zur Wahl des Bundespräsidenten gestellt. Sie haben daraufhin die Werteunion, ihre Mitgliedschaft dort aufgekündigt, was man der Presse entnehmen durfte. Aber setzt Max Otte hier nicht ein Zeichen, dass er sagt, er will mal ein bisschen Unruhe reinbringen, dass die Leute nachdenken? Oder sehen Sie es als volle Überzeugung an, dass er jetzt sagt, von seiner Seite aus stimmt er mit der AfD überein? Schauen Sie mal, ich schätze Professor Otte durchaus. Ich kenne ihn, glaube ich, auch recht gut. Er hat im Leben viel geleistet. Er ist ein ganz erfolgreicher Fondsmanager und hat im Grunde genommen auch sehr viel Engagement mitgebracht, um die Werteunion vorwärts zu bringen. Was man als Vorsitzender der Werteunion wie überhaupt eines Vereins nicht machen darf, ist, aus meiner Sicht jedenfalls, dass man eigene Interessen vor die des Vereins stellt. Und Herr Otte fühlte sich angesprochen von dem Angebot offensichtlich der AfD, Kandidat für die AfD, für das Bundespräsidentenamt zu sein.
Er wusste, dass dies nicht abgesprochen war mit der CDU-Parteiführung, auch nicht mit der Werteunion. Und nach dem Grundstatut der CDU-CSU darf ein CDU-Mitglied nicht antreten bei einer Wahl als Gegenkandidat zu einem von der Union benannten Kandidaten. Und das ist ein Widerspruch, das hätte er nicht tun dürfen. Und deswegen war ich auch erschrocken darüber, dass er das gemacht hatte, weil dies eigentlich unvereinbar ist, jedenfalls mit diesem Grundstatut. Und weil er aus meiner Sicht auch sein eigenes Interesse über das der Werteunion gestellt hat. Denn die Werteunion ist nicht sein Privatverein, sondern er ist der Vorsitzende und muss seine eigenen Interessen zurückstellen. Sie haben jetzt von Statuten und eigenen Interessen gesprochen. Jetzt lassen wir es mal weg. Aber ist es nicht grundsätzlich so, dass das innerhalb der CDU-CSU mal zum Nachdenken führen sollte? Denn wir haben ja gerade darüber gesprochen, er sagt, keinen eigenen Kandidaten. Dass man sagt, Moment, wenn wir schon in dieser Form dann so einen Aufschrei machen, und der ging ja bei Ihnen genauso, dass man sagt, denkt mal bitte über eure ursprünglichen Wähler nach, über euer ursprüngliches Programm. Denn eines muss man ja sagen, viele Dinge, die wir jetzt im Programm haben, der Partei, der AfD, die waren ja früher im Parteiprogramm der CDU-CSU zu finden. Das ist ja jetzt nichts Überraschendes. Aber ist es nicht so, dass innerhalb der CDU mal nachgedacht werden sollte, um zu sagen, Moment, müssen wir nicht mehr Konturen zeigen? Und kann es auch nicht sein, dass Max Otte damit zeigen wollte, der CDU-CSU, es ist an der höchsten Zeit, dass ihr euch wieder von der SPD, vom Sozialismus, von sozialistischen Gedanken befreit und dass ihr eigene Konturen zeigt? Könnte das auch nicht eine Motivation gewesen sein? Es mag sein, dass es eine Motivation gewesen war, aber wenn es gewesen war, aufgrund des Ergebnisses muss man natürlich sagen, so wie die CDU reagiert hat, so wie die Werteunion und ihre Mitglieder letztendlich reagiert haben, war diese Motivation jedenfalls nicht realisiert worden. Es war letztendlich ungeeignet gewesen, hier einen Ruck zu bringen und hier auch zu einer Perspektivänderung in der CDU zu kommen. Zur Werteunion. Wie sehen Sie die Zukunft der Werteunion? Sehen Sie den Fortbestand? Jetzt sind Sie ja aus der Werteunion ausgetreten oder meinen Sie, dass diese Arbeit, die getan wurde jetzt über ein paar Jahre, dass jetzt letztlich viele Mitglieder dazu sich angetan sehen, diese Organisation oder diesen Verein zu verlassen? Also zum einen nehme ich einfach wahr, dass durch die Entscheidung von Herrn Otte für das Bundespräsidentenamt zu kandidieren, die Werteunion erheblich geschwächt wurde. Ich hatte den Eindruck, dass von Seiten der AfD dies auch vorsätzlich betrieben worden war. Vorsätzlich betrieben insoweit, als dass die Werteunion für die AfD ein Konkurrent war, den man loswerden wollte. Konkurrent insoweit, als dass es Kräfte in der AfD gibt, die nicht möchten, dass es eine Kursveränderung in der CDU gibt, weil die AfD alternativlos dastehen möchte. Und insoweit war das ein Unterfangen gewesen, das der Werteunion wirklich geschadet hat. Und das bedeutet zum anderen, dass die Werteunion das, was sie eigentlich tun sollte, nämlich Anschluss zu finden in der CDU und CSU, darauf hinzuwirken, dass es eine Kursänderung in der CDU und CSU gibt, Abgeordnete, Funktionsträger auch für sich zu gewinnen, dass das Unternehmen schweren Schaden genommen hat, wenn nicht sogar gescheitert ist. Wenn die Werteunion nicht mehr anschlussfähig in der Union ist, kann sie den Auftrag nicht erfüllen, die Union zu verändern. Und so sehe ich derzeit die Situation. Es gibt eine Werteunion, die allerdings nicht mehr in der Lage ist, Einfluss zu nehmen auf Politiker in der CDU und CSU. Und insoweit ist ihr Ziel, das sie vor Augen hatte, verloren gegangen, weil sie es letztendlich nicht mehr realisieren kann. Das Ziel der Werteunion ist ja durchaus positiv einzuschätzen. Aber es ist ja letztlich so, wenn wir uns jetzt anschauen, wir haben ja auf Länder- und Bundesebene haben wir ein Parteiensystem, das in vielen Bereichen ja ein Blocksystem gleicht. Wenn wir uns Nordrhein-Westfalen anschauen, der Herr Wüst versucht mit den Maßnahmen noch die jetzige Ampelregierung zu überholen, was die Auflagen und die Restriktionen angeht. Jetzt haben wir in der AfD, und ich habe viele Interviews geführt, zugegebenermaßen gibt es dort Menschen, gibt es dort Aussagen und Handlungen, die sich nicht mit unserem demokratischen Grundverständnis vereinbaren lassen. Aber es gibt viele Menschen und im Programm merkt man, dass die das, was sie vortragen, ich denke hier an Martin Hess, 27 Jahre leitender Polizeibeamter und auf der Polizeiakademie Ausbilder in Nordrhein-Westfalen, ich denke an Gymnasiallehrer, Religionslehrer, Menschen, die Vorschläge machen,
die A, dem Land und damit dem Bürger uns als Souverän gut tun. Würden Sie generell, wenn diese Vorschläge uns gut tun, diese Vorschläge auf Länderebene, in den Länderparlamenten und im Bundestag, in den Parlamenten ablehnen? Oder würden Sie sagen, da sollte man punktuell einmal darüber nachdenken, ob man hier nicht zusammenarbeiten könnte und hier nicht grundsätzlich dogmatisiert, so wie es Herr Merz sagt, hier, ich schmeiß jeden raus, letztlich verkürze es, der nur den geringsten Schulterschluss mit der AfD führt. Aber sind Politiker nicht angetreten, um zu sagen, Moment, wir zum Wohle des deutschen Volkes, und wenn dann Vorschläge dabei sind, die wir kennen, wo wir sagen, Moment, die Vorschläge tun diesem Land und dem Bürger gut, dass man sagt, punktuell sollte man eine Zusammenarbeit überlegen? Nun, Sie kennen die Grundsatzentscheidung der CDU, dass keine Kooperation mit der AfD gewollt ist, und auch die Aussagen von Herrn Merz. Ich kann dazu noch anmerken, für mich ist grundsätzlich nicht entscheidend, wer etwas sagt, sondern was gesagt wird. Und das Entscheidende ist, ob das, was gesagt wird, vernünftig ist, ob das meinen Interessen entspricht, ob das meinen politischen Vorstellungen entspricht, und dann wird es auch realisiert. Und das geschieht in der Politik auch, wenn ich mit meinen Freunden in Südthüringen spreche. Auf der kommunalen Ebene wird genauso gearbeitet, da wird nicht dogmatisch gearbeitet. Wenn der das sagt, dann machen wir das nicht, sondern es wird so gearbeitet, dass man sich den Vorschlag anschaut. Ist der Vorschlag realisierbar? Ist er vernünftig? Und entspricht er unseren Interessen? Und dann machen wir das auch. Und so agiere ich auch. Und mir ist es letztendlich auch völlig egal. Ich sage mal beispielhaft, wenn jemand in einen Raum reinkommt und ruft, es brennt, ob das ein AfD-Mann ist oder ob es ein Rechtsextremist oder ein Linksextremist ist. Im Zweifel werde ich den Raum verlassen und nicht sagen, weil der das sagt, interessiert mich das nicht, sondern das Entscheidende ist, was gesagt wird, und das prüfe ich, und die Person ist für mich dann zweitrangig. Danke Ihnen für diese Aussage. Jetzt erleben wir, ich hatte es vorher angesprochen, eine Form dessen, dass man sagt, wo ist denn überhaupt noch Oppositionsarbeit? Die Presse ist in einer Richtung deutlich erkennbar, darüber haben wir schon oft gesprochen, Diskussionen innerhalb von Fernsehsendern, in den Länderparlamenten, die Bundesregierung, die reden, wenn man hört, die gehen in eine Richtung, es sind nur wenig Ecken und Kanten zu erleben. Jetzt waren Sie Präsident des Bundesverfassungsschutzes. Der Länderverfassungsschutz und jetzt der Bundesverfassungsschutz, haben Sie den Eindruck, dass er instrumentalisiert wird von der Partei? Jetzt, wenn wir hören, unsere Bundesinnenministerin Frau Faeser, die sagt, also man sollte, oder Niedersachsen, man sollte, der niedersächsische Innenminister, man sollte die AfD generell überlegen, ob man sie nicht verbieten sollte. Die AfD ist doch eine Partei, die mindestens von 6 Millionen Menschen gewählt wurde, die demokratisch gewählt wurde, die in ihrem Programm aussah, die in ihrem Programm zu 99% ein Programm hat, das nicht mit der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland kollidiert. Wird der Verfassungsschutz hier ungerechterweise instrumentalisiert? Erste Frage. Und ist man auf dem linken und auf dem islamistischen Auge blind? Also die Versuchung für Politiker, den Verfassungsschutz zu instrumentalisieren, ist natürlich groß, weil der Verfassungsschutz eine Behörde ist, die weisungsgebunden ist, die dem Minister, der Ministerin untersteht. Und wenn der Minister sagt, tu dies, kenne ich das natürlich aus meiner Erfahrung, dass Beamte regelmäßig dann das auch umsetzen, ohne Widerspruch und ohne, wie man sagt, Demonstration. Und das ist eine Gefahr. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass der Verfassungsschutz sich aus dem, ich sage mal, politischen Geschehen weitestgehend heraushalten sollte. Ich hatte mich dafür eingesetzt, dass der Verfassungsschutz ein normaler Nachrichtendienst sein sollte, wie in anderen europäischen Ländern auch. Und das bedeutet, er soll nicht Parteien beobachten. Deswegen wurde unter meiner Zeit damals ein Priorisierungsverfahren eingesetzt, wonach der Verfassungsschutz nicht Parteien beobachten sollte, sondern die Parteien sollten sich gegenseitig beobachten. Das ist Aufgabe der Parteien und nicht des Verfassungsschutzes, in diesen demokratischen Diskurs einzugreifen. Deswegen hatten wir dann auch die Beobachtung der Partei Die Linke eingestellt, nicht weil Die Linke plötzlich verfassungskonform ist, sondern weil damals von mir beziehungsweise von meinem Minister die Entscheidung getroffen worden ist, der Verfassungsschutz soll sich da raushalten. Das ist leider Vergangenheit. Ich sehe mit großer Sorge, dass der Verfassungsschutz jetzt herangezogen wird, um in größerem Umfang Parteien zu beobachten. Das ist ein schwerer Eingriff in
demokratischen Diskurs. Parteien werden dadurch ungleich behandelt. Ich möchte gerne, dass wir hier europäische Normalität wieder erreichen. Der Verfassungsschutz soll sich grundsätzlich raushalten. Jetzt schaue ich nicht nur auf die AfD, sondern grundsätzlich auf alle Parteien. Die Parteien sollen es untereinander ausmachen. Der Verfassungsschutz soll sich mit gewaltbereitem Extremismus, mit Terrorismus, mit Spionage, Sabotage beschäftigen. Er hat genügend Aufgaben, anstatt sich mit Parteien oder legalistischen Gruppierungen. Nun ist es ja letztlich so, um diese Frage noch einflechtend, viele Menschen sind mit der jetzigen Politik und mit den Restriktionen nicht mehr einverstanden. Sie sehen, was hier passiert. Vieles wird überdeckt. Die Herausforderungen werden in dieser Form nicht angesprochen. Viele Menschen gehen auf die Straße. Ich habe es auch erlebt. Ich war in Nordrhein-Westfalen mit unterwegs, war mit Menschen unterwegs. Ich habe Menschen aller Altersschichten getroffen. Ich habe viele Nationalitäten getroffen. Ich habe Menschen mit ihren Kindern getroffen, die Kinder nicht als Schutzschilde betrachten, sondern Sorge um ihre Kinder haben. Wenn man sagt, das Thema Impfen, wir erleben heute das Thema die Impfschleife, die Presse berichtet, vor einem Jahr sind wir noch dafür gesperrt worden. Ist es nicht so, dass die Menschen spüren, dass ihre Meinung weder von der Politik noch von allen gängigen Medien vertreten wird und sagen, wir müssen auf die Straße gehen? Gleichwohl die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hier diese Menschen, die für ihre Freiheitsrechte eintreten, Menschen, die sie ernähren, die Politiker, hier für Kriminelle degradiert. Und gleichzeitig in Berlin sitzen Leute auf der Straße im Berufsverkehr, die Aktivisten, die Helden dieses Landes, sitzen auf der Straße, blockieren den Berufsverkehr. Läuft da einiges schief, gute und böse Menschen, die auf die Straße gehen? Also ich habe auch den Eindruck, dass hier einiges schief läuft. Ich nehme wahr, dass viele Menschen besorgt sind, was Meinungsfreiheit und Medienvielfalt angeht. In meinem Wahlkampf ist das fast von jedem Bürger angesprochen worden in Südthüringen. Im Osten Deutschland ist man halt sensibler, auch weil man die Erfahrung einer Diktatur hatte und weiß, mit welchen Mitteln, subtilen Mitteln man die Meinungsfreiheit beschneiden kann. Meinungsfreiheit ist aus meiner Sicht in einer Demokratie ein und alles. Ohne Meinungsfreiheit kann eine Demokratie nicht funktionieren. Und wenn maßgebende Politiker aus der Regierung versuchen, die Meinungsfreiheit dadurch zu beschneiden, dass sie bestimmte Meinungen als Hass und Hetze diskreditieren, dass sie diese bekämpfen, muss ich sagen, es ist undemokratisch. Und ich halte diese Politiker auch nicht für geeignet, ein Regierungsamt auszuüben. Herr Maaßen, jetzt haben wir ja neben Corona den Ukraine-Russland-Konflikt. Ist es nicht so, dass wir, wenn wir uns die geografische Situation anschauen von Russland, es gab ja damals jetzt nicht die Beschlüsse, aber das Thema NATO-Osterweiterung und die Sowjetunion ist zerfallen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie Russland nach und nach jetzt von NATO-Staaten letztlich geografisch eingekreist wird, muss man nicht, ich spreche jetzt nicht von der Annexion von der Ukraine, aber muss man nicht für ein gewisses Verständnis haben für Wladimir Putin, der sagt, Moment, ich sehe, was hier passiert, muss man nicht beide Seiten betrachten und lassen wir uns hier von den amerikanischen Interessen zu sehr leiten, denn wir hatten darüber gesprochen, dass bei Mainz Atomraketen stehen. Die Amerikaner haben letztlich auf ihren eigenen Boden noch nie einen Krieg geführt. Gut, den Bürgerkrieg damals, der war anders begründet. Aber sehen Sie nicht die Form, dass wir ein gewisses Verständnis für Russland aufbringen müssen? Alle Staaten haben eigentlich Interessen, nationale Interessen. Und wenn man im internationalen Verkehr miteinander umgeht, muss man auf die Interessen des anderen auch Rücksicht nehmen. Man kann auch nicht wie ein Elefant durch den Porzellanladen laufen und alles zerstören und ohne Rücksicht auf Verluste. Auch Russland hat Interessen, die Amerikaner haben auch ihre Interessen. Die muss man sorgfältig analysieren und auch schauen, inwieweit sie miteinander kompatibel sind. Und vor allem Amerikaner und Russen haben auch durchaus berechtigte Interessen. Ich erinnere daran, wie die Amerikaner reagierten, als Khrushchev Atomwaffen in Kuba stationieren wollte, haben die Amerikaner deutlich gemacht, dass das aus amerikanischer Sicht ein unglaublicher Affront ist, wenn in unmittelbarer Nachbarschaft zu den USA Mittelstreckenraketen stationiert werden. Die Russen haben auch ihre nationalen Interessen, die durchaus berechtigt sind, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit Deutschland oder mit den europäischen Kontinentalmächten in Kriegen gegen Russland, ob das Napoleon war oder ob das Hitler war. Immer wieder der Überfall
Russlands bzw. der Sowjetunion. Von daher kann ich durchaus nachvollziehen, dass Russland diese berechtigten Interessen hat. Und wir müssen auch insoweit darauf Rücksicht nehmen. Und wir Deutschen, von Deutschland ist der Zweite Weltkrieg ausgelöst worden, müssen aus meiner Sicht auch in besonderer Weise darauf Bedacht nehmen. Die Amerikaner haben andere Interessen, aber wir müssen nun auch sagen, zwischen Amerika und Europa ist viel, viel Wasser. Sie haben andere Interessen, die nicht durchaus deckungsgleich sind mit unseren Interessen. Wir müssen auch insoweit unsere Interessen, denke ich, in der Außenpolitik verfolgen. Und die sind, uns ist es immer gut gegangen, wenn wir ein gutes Verhältnis zu Russland hatten. Und uns ging es nicht so gut, wenn wir ein schlechtes Verhältnis zu Russland hatten. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir ein entspanntes, ein gutes Verhältnis zu Russland haben, unter Berücksichtigung der berechtigten russischen Interessen, damit jedenfalls in Europa es nie wieder Krieg gibt und auch nie wieder einen Konflikt gibt zwischen Europa oder zwischen Deutschland und Russland. Die Protagonisten, die jetzt im Augenblick darüber mitentscheiden, ich spreche von unserer Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, sie hat sich ja nun gleich zur Pflicht gemacht, sich mit China und Russland zugleich anzulegen. Und gerade Russland ist es ja so, der Putin erlebt ja nun täglich Drohungen von Menschen, in welcher Funktion die auch sind. Da werden ja jeden Tag Drohgebärden ausgesprochen. Haben Sie die Sorge, dass diese Herausforderung, die Behandlung dieser notwendigen Deeskalation in den richtigen Händen ist, dass sie nicht in den richtigen Händen ist? Denn was wir erleben, ist ja doch so, dass Frau Baerbock ein eher bescheidenes Wissen hat, was Außenpolitik angeht. Schauen Sie mal, wenn ich mal einen Vergleich machen darf. Außenpolitik ist aus meiner Sicht ähnlich komplex wie ein Uhrwerk. Und wenn das Uhrwerk verstellt ist, muss man etwas davon wissen, wie man dieses Uhrwerk wieder hinbekommt. Aber wenn man einen 13-Jährigen dran lässt, wird er es im Zweifel versuchen, mit Hammer und Zange hinzubekommen. Und was das Ergebnis ist, können Sie sich vorstellen. Deswegen, wir brauchen Profis in der Politik, in der Außenpolitik. Das ist nichts für 13-jährige Kinder, sondern wir brauchen Leute, die es gelernt haben, die was drauf haben und nicht die, ich sage mal, gewisse Allmachtsfantasien haben und meinen, andere auch noch belehren zu können. Liebe Zuschauer, jetzt haben Sie Hans-Georg Maaßen mal kennengelernt mit einer plakativen Suffisanz. Das ist auch mal schön zu erleben. Mit Hammer und Zange, nicht mit Hammer und Sichel. Ja, jetzt hat man ja erlebt, jetzt ganz neu durch den Äther, dass die Deutsche Welle ein Sendeverbot hat. Heute früh war Claudia Roth im Fernsehen, unsere Staatsministerin für Kultur und Medien, die Dame, die alle Studien beendet hat und die jetzt auf dem richtigen Posten ist. Ja, die Deutsche Welle wurde verboten, RT Deutsch hat Sendeverbot. Und sie sagte dann, ja, sie hätte ja bei der Bundesmedienanstalt in Brandenburg, hätten sie ja eine Lizenz beantragen können. Ich glaube, wir beide wissen, dass RT Deutsch nie eine Lizenz bekommen hätte, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Und sie sagte auch, wir haben in Deutschland natürlich den Vorteil, dass wir alles sagen, bildhaft aufzeichnen können, was wir wollen, ohne dass wir irgendwelche Restriktionen zu befürchten haben. Ist das nicht der blanke Hohn? Also ich denke, die Entscheidung, was die Deutsche Welle angeht, war natürlich eine Reaktion darauf, dass RT Deutsch ein Sendeverbot erhalten hat. Und vor dem Hintergrund ist es konsequent, dass Russland so handelte. Es ist im völkerrechtlichen Verkehr üblich, kann man sagen, wie du mir, so ich dir. Von daher verstehe ich die Reaktion von Frau Roth überhaupt gar nicht. Das war abzusehen gewesen. Ihr Verständnis von Medienpluralismus und Meinungsfreiheit ist bemerkenswert. Viele Menschen hier in Deutschland beklagen, dass wir hier eine eingeschränkte Meinungsfreiheit haben. Viele Journalisten aus dem alternativen Medienspektrum, zum Beispiel ein Boris Reitschuster oder auch andere Journalisten, beklagen, dass sie nicht so berichten dürfen, wie sie wollen, dass sie aus der Bundespressekonferenz ausgegrenzt werden. Und mein Eindruck ist, natürlich haben wir die Medienfreiheit und Meinungsfreiheit, aber es wird erwartet, dass man das sagt, was
vielleicht Frau Roth hören will. Und das ist aber nicht Medienfreiheit. Das ist die Situation und ich darf ergänzend dazu sagen, auch wir bekommen das ja hier und wieder zu spüren. Auch unlängst wieder einen Bundestagsabgeordneten, der im Gesundheitsausschuss sitzt. Wir haben aus dem Gesundheitsausschuss berichtet. Das heißt also 1:1 wiedergegeben. Man muss jetzt dafür kämpfen, dass diese Berichterstattung, diese Sendung wieder eingestellt wird. Und das werden wir auch tun. Und sie wurde stets wieder eingestellt. Wir haben also jede Berichterstattung, die wir hatten, wurde wieder eingestellt. Aber wenn in einem Land wie Deutschland, das sich als demokratisches, freiheitliches Land bezeichnet, mit einer Medienvielfalt, wenn man dafür jetzt seit Bestehen ca. 250.000 Euro ausgeben musste, dass man diese Medienfreiheit nutzen kann, dann zeigt das, wo es hingeht. Ich bezeichne dieses Interview als eines der besten, was wir geführt haben, Herr Dr. Maaßen. Es hat mir Spaß gemacht. Ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sage bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, Herr Weber.